So, heute verlassen wir den Campingplatz in aller Früh. Es ist 7.48 Uhr, denn wir müssen zum Eurotunnel dort unseren Zug kriegen. Los geht's! So, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir unseren Zug hier noch kriegen. Relativ knapp, aber vielleicht haben wir Glück. Ansonsten müssen wir den nächsten nehmen. Der erste Weg führt uns wieder zur Pet Registration. Hoffen wir mal, dass wir schnell durchkommen. Und dann, da erfahre ich ja dann auch schon, ob wir unseren Zug nehmen können oder nicht. Ich bin falsch. Wo muss ich hin? Die nächste Sechs ist ahead. Achso, das ist Freight. Bei der Pet Registration erfährt man dann auch schon, da kriegt man dann so einen Zettel mit, wo dann drauf steht, dass man ein Tier an Bord hat und so weiter. Und da steht dann halt auch drauf, welchen Zug man nimmt. So, was ist das jetzt? Das ist. Lass mal einen Check. Sie haben das Ziel erreicht. Es befindet sich auf der rechten Straßenseite. Okay, welcome to check-in, bla bla, all pets must be checked. So, please take your hanger, bon voyage. So, jetzt haben wir hier am Automaten unseren Aushängeschild bekommen und jetzt fahren wir zur Tierregistrierung. Also diesmal ist im Vergleich zum letzten Mal echt wenig los hier, was ganz schön ist. Im Winter ist wahrscheinlich generell weniger. Ja. So, hier gibt es ja, hatten wir ja schon gesagt, kein Drive-Thru. Für die Hunde. Genau, aber das ist auch kein Problem. Da wäre natürlich schneller, aber. Ja, gut, kommt ganz drauf an. Hier ist auch schon immer Frankreich ausgeschildert. So, und wir fahren jetzt hier direkt vor die Tür von der Pet Registration und lassen die Frau mal raus. So, da geht's jetzt in die Pet Reception und wir stellen uns jetzt hier direkt davor, damit wir dann gleich nach Frankreich weiter können. Hier im Terminal, wenn man noch Zeit hat, gibt es jede Menge Shops wieder. Das ist so ein bisschen wie bei den Raststätten. Da ist Burger King und Starbucks und ja, noch ein paar andere Shops und Restaurants. Und jetzt hoffen wir, dass die Frau gleich rauskommt. So, da kommt sie. Wie sieht's aus? Gut, wir kriegen unseren Zug noch. So, Registrierung war wieder super schnell. Sie auch extra gefragt, ob wir unseren Zug noch kriegen und sie meinte so, ja, das... Diesen Hänger hast du? Ja, wir haben den anderen, das ist ganz wichtig, den man vorne am Check-in bekommt, den muss man, also vorne bei der ersten Kontrolle, den muss man reingeben, den bekommt die Dame. Ausgetauscht. Und wir bekommen jetzt hier so einen zweiten, meinen zweiten bekommt und den kriege ich jetzt da schräg an. So. So, und jetzt fährt man hier quasi wieder zurück. Hier gibt es auch so Infotafeln links. Da war eigentlich auch mal so ein Dogpark, den haben sie irgendwie abgehört. Ja, da hatten so einen eingezäunten Dogpark. Was auch immer ganz gut ist, wenn, das machen wir mal im Vorfeld, das würde ich jedem empfehlen, die Booking Registration sich auszudrucken und für die Pet Registration mit reinzunehmen, also das steht das Papier. Da steht halt die Buchungsnummer drauf, da stehen halt dann auch die Zeiten drauf. Muss man da nicht extra im Handy gucken oder sich das irgendwie merken. Ich gebe das dann mal gemeinsam mit dem Impfausweis von Elvis dann der Dame oder dem Herrn im Counter. So, als erstes kommen wir jetzt durch die
erstmal die Registrierung und dann, glaube ich, die Registrierung. Nee, ich glaube, zuerst kommt der Zoll, Grenzkontrolle, UK, Frankreich und dann kommt der Check-in, ne? Ja, genau. So, hier immer schön nach Frankreich fahren. Man sollte sich auf alle Fälle von der Seite aus mehr Zeit einplanen. Wir sind heute etwas spät dran, aber es sieht nicht so voll aus. Muss man gucken, welche Line wir nehmen. Und in der Hoffnung, dass wir heute nicht wieder rausgezogen werden. Genau, so, wir melden uns nach den Passkontrollen. Hier darf man nicht filmen. So, wir sind durch. Diesmal wurde die Gasflasche überprüft. Das war jetzt auch das erste Mal. Aber auch Drogentest parallel. Gut, wenn du da rausgezogen wirst, dann werden immer die Handgriffe und die Lenkräder abgewischt mit so Tüchern. Und da wird dann Drogentest gemacht, denke ich mal. Und ja, diesmal musste ich aber auch hinten ran die Klappe öffnen, da zur Gasflasche. Und der Herr hat dann den Arm reingestreckt und überprüft, ob die Gasflasche wirklich zu ist. So, jetzt sind wir hier auf dem Weg zum Check-in für die großen Fahrzeuge. Aber wir liegen noch gut in der Zeit. Und werden jetzt hier gleich irgend so eine Spur wieder zugeordnet. So, hast du alles parat? Oder? Ja, ich weiß ja nicht, was die wollen. Ich glaube, hier wollen die eigentlich nur das haben. Ne? Ich weiß nicht, ich habe das andere versucht, aber auch raus. Ich glaube, nee, wollen die hier nicht haben. Wir sind ja schon einen durchgegangen. Ich nehme das Ticket. Hier steht ja auch die Nummer drauf. Hi! Hiya. 16? Ja. Okay. Thank you. Thanks. So, also jetzt geht's direkt in die Spur 16. So, Katrin hat jetzt mal gefragt, was hier los ist, weil eigentlich sollten wir ja unseren Zug noch kriegen. Der ist aber jetzt in 6 Minuten und wir stehen jetzt hier noch in Reihe 16. So, wir hätten früher kommen müssen. Der 11:20-Zug, der in 6 Minuten fährt, ist voll. Weil natürlich ist klar, wenn Leute früher kommen, die einen späteren Zug eigentlich nehmen, werden die auf diesen Zug gelassen. Also nehmen wir jetzt? Wir nehmen jetzt 11:50. Okay, na dann können wir ja nochmal alle auf Toilette gehen. Genau. Ich gehe zuerst. Okay, aber das ist auch hier immer so, also man kann eigentlich jetzt seinen Zug nicht verpassen, man kriegt dann halt den nächsten, der fährt alle halbe Stunde. So ist es dann. So, jetzt geht's hier doch schneller als gedacht. Und im Eurotunnel müssen wir dann wieder alles umstellen. Denn am Ende von diesem Tunnel ist wieder Rechtsfahrgebot. Und Kilometer. Genau, und KMH, genau, richtig. KMH statt Miles per Hour. Da rechts sieht man schon die Gleise. Das ist so krass, was da alles drüber hängt. Das sieht so irre futuristisch aus. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, bin ich echt erstaunt, wie das aussieht. Bei den normalen PKWs ist es ja wohl so, dass die übereinander fahren. Also nicht bei denen, die so groß sind, sondern alles, was unter 1,83 Meter groß ist, kann übereinander gefahren werden. Deswegen können auch mehr von diesen Fahrzeugen in den Eurotunnel, in den Zug rein, als von den größeren Fahrzeugen, was ja klar ist. Quasi wie so ein Duplex-Tiefgarage. Und das Interessante ist, wenn der Zug für die LKWs, der ist eigentlich der ist offen. Der ist links und rechts offen. Der hat halt nur unten quasi, wo die LKWs drauf fahren und oben noch ein Dach und halt an den Seiten hat er halt so Stäbe. Aber der hat jetzt keine Hülle. Das sieht auch immer ganz lustig aus. Diese offenen Gitter, die stehen quasi da. Nur so eine kleine. Wirklich eher wie so ein Autozug halt, wie man das eigentlich von so einem Autozug kennt. Das andere ist ja doch recht ungewöhnlich. So, und hier rechts seht ihr mal diese Außenhaut. Die sieht fast so kupferfarbenmäßig aus. Ich glaube, das ist aber eigentlich mal Silber gewesen. Aber es hat so einen ganz futuristischen Look. Erinnert mich irgendwie an Mad Max oder so. Sieht aus wie so zusammengeschweißt und zusammengeklöppelt.
so einen Zug habe ich wirklich noch nie gesehen vorher. So, jetzt geht's auch für uns rein hier. Auch so eine Plattform, da klappen die wahrscheinlich nur die Ränder hoch, machen die Tür zu, die fahren hier mit. So, klopp, klopp, klopp. Jetzt sind wir drin im Eurotunnel-Zug. Noch sind wir nicht im Eurotunnel, wir sind jetzt im Eurotunnel-Zug. Genau, und hier sind immer so Abteile, sieht man hier, fahren wir gerade durch, da sind dann immer Türen, die werden verschlossen. Es sind, glaube ich, immer 2 oder 3 Autos, je nachdem wie groß die sind, pro Abteil. Deswegen muss man immer ein bisschen Abstand halten, weil im Zweifel muss man nämlich vor den Markierungen stehen bleiben. Vorne wird schon gebremst. Na, hier passen wir noch dahinter. Geht doch noch weiter. So, das vordere Abteil ist jetzt schon zu. Okay, jetzt wurden wir eingewiesen. Da ist die Flughafen. Ja, und da ist so eine Tafel, wo man mal sieht, wie das dann aussieht. Also wir sind jetzt hier in so einem großen Abteil, wie da oben, wo die Reisebusse drin stehen. Allerdings sind da keine anderen PKWs, sondern nur Vans. Und da drunter an dem Abteil gibt es 2 Etagen. Das wäre auch mal spannend zu erleben. Da gibt es wahrscheinlich nochmal so eine Auffahrt irgendwie. Und da sind dann Autos übereinander. Und dann gibt es hier scheinbar sogar noch zwischen den beiden Tunneln gibt es noch einen dritten Tunnel, den Servicetunnel. Für Evakuierung. Und das ist wahrscheinlich dann auch für Evakuierung und so weiter. Hier sind ja auch überall Türen, Feuerlöscher und so weiter. Gleich kommen dann noch Sicherheitsansagen. Man soll die Fenster mal so ein bisschen offen lassen. So, jetzt noch mal ein kurzes Resümee zu unserer Reise nach UK. Also ich glaube, letztes Mal haben wir es ein bisschen besser getimt. Jetzt war es teilweise ganz schön stressig, zwischen den einzelnen Destinationen hin und her zu fahren. Wir kamen, glaube ich, mehr im Dunkeln an den Campingplätzen an als im Hellen. Liegt aber natürlich daran, auch daran, dass es jetzt Winter ist und demzufolge es früher dunkel wird. Auf dem Rückweg haben wir dann ja einen Tag mehr uns genommen, auch wegen der Fähre. Diesmal aber eben einen früheren Eurotunnelzug gebucht. Das war sehr sportlich, den haben wir jetzt letzten Endes auch nicht bekommen. Dafür halt eine halbe Stunde später. Also das hatten wir auch schon mal gesagt in einem unserer Videos zu unserer UK-Reise im Sommer, dass man eben hier eigentlich keine Sorge haben muss, zumindest mit der mittleren Ticketkategorie, die wir immer buchen. Flexible Ticket. Genau, nicht Flexi Plus, aber das Flexible Ticket kann man dann eben einfach einen Zug davor, danach nehmen. Ich weiß nicht, wie es mit dem günstigsten Ticket ist. Genau, danach wird es aber auch ein bisschen sportlich, weil dadurch, dass wir jetzt eine halbe Stunde später kommen, müssen wir gucken, dass wir mit unserem nächsten Campingplatz in, wo war das? Im Ruhrgebiet, probieren dort mal den, ich glaube, Keukenhof oder wie Klaukenhof heißt? Klaukenhof in Datteln ist das. Und das sind vom Eurotunnel noch mal so ungefähr 5 Stunden entfernt. So, jetzt müssen wir noch im Auto einiges umstellen. So, also ich bin jetzt hier wieder in den Fahrzeugeinstellungen. Und da gibt es hier bei Einheiten einen Menüpunkt. Und hier bei Entfernung kann man entsprechend umstellen auf Kilometer und bei Geschwindigkeit auf km/h. Den Rest haben wir so gelassen. Und dann stellt sich alles um. So, jetzt gab es gerade die Sicherheitsdurchsage und jetzt geht's schon los. Man muss sagen, die Reise ist wirklich mit dem Eurotunnel echt sehr kurzweilig. Also es ist sehr angenehm, es ruckelt nicht wirklich doll. Wir sitzen hier und lesen oder manchmal machen wir auch einfach die Augen zu. Also es ist ein sehr angenehmes Reisen. Auch fürs Kind ist es schön. Und die Zeit vergeht super schnell im Tunnel. Ja, und auf jeden Fall besser als jetzt irgendwie mit einer Fähre stundenlang unterwegs zu sein. Mit der Fähre bräuchten wir von Dover nach Calais 2,5 Stunden und hier brauchen wir insgesamt eine halbe Stunde. Es ist vom Preislich her nimmt sich das nicht super ein bisschen viel. Günstiger, die Fähre, aber du hast halt enormes Einsparpotenzial durch diese Zeit. Und deshalb würde ich immer wieder den Eurotunnel nehmen. Wir melden uns dann aus Frankreich wieder.
So, da ist wieder Tageslicht. Wir sind wieder in der EU. In der EU, genau. Wir sind in Frankreich. Bonsoir, bonjour. Vive la France. Das Datenroaming einstellen. Genau. Jetzt müssen wir das Auto wieder anlernen, dass wir wieder links überholen. Der Papa muss es auch lernen. Aber das klappt nach ein paar Überholvorgängen. Es geht los. Die Klappen sind offen. Die Tore. Wir verlassen den Eurotunnel und befahren Frankreich. Und wir werden hier auch wieder automatisch auf die richtige Spur geleitet. Und boah, guckt mal, da ist der Zug. Geil. Ach, und hier noch freundlich begrüßt oder verabschiedet. Das Navi ist am Rumspinnen. So, aber jetzt hier ist der Ausgang. Wir haben wieder mobiles Internet. Genau, wir haben endlich wieder EU-Roaming. Was aber natürlich trotzdem nicht so gut ist wie Starlink auf den Campingplätzen. Das werden wir also nachher wieder aufbauen. Naja, mal gucken, wann wir auf dem Campingplatz ankommen. Bruxelles, Bologna und Paris. Ja, Frankreich. EU. Auch hier gibt es noch ein Shopping Center mit 120 Läden und 15 Restaurants. Für alle, die irgendwie hungrig sind. Zumindest eben so 50, 90 und 130 sind hier die Stationen. Hier ist übrigens auch direkt nach dem Eurotunnel, das haben wir uns nämlich vorhin auch nochmal gefragt, weil es mit dem Tank etwas eng war. Hier ist direkt eine Tankstelle. Also wenn ihr da knapp seid im Tank, dann könnt ihr direkt danach hier tanken, werdet dann aber natürlich abgezockt. Jetzt gerade die Preise nicht so richtig erkannt, aber wahrscheinlich relativ teuer. Wir bleiben jetzt hier auf der Autobahn Richtung Paris. Wir melden uns dann wieder, wenn wir das nächste Land befahren. Ach du Scheibenkleister. Die Schiebetür geht nicht mehr zu. Die bleibt immer hier hängen.